Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, ist zurück, wie ich ja so gerne sage, zu Let's Play Prince of Persia. Nur nochmal kurz gezeigt, ich habe jetzt einfach den letzten Spielstand geladen und fange jetzt einfach mal spontan an zu spielen. Der momentane Überblick über die Karte, ich habe zu diesem Zeitpunkt die zwei Bosse hier noch gar nicht gemacht. Das heißt, ich werde das nochmal nachträglich nachholen. Da habe ich momentan leider nicht ganz so viel Zeit, deswegen werde ich das jetzt mal von diesem Speicherstand aus ganz schnell erledigen. Also ich meine, das Weiterspielen fürs Erste, dass wir hier schon mal die Lichtkeime überwiegend einsammeln und eventuell, wo hier noch ein paar fehlen und da werde ich die dann einsammeln, sodass wir dann ja mal gucken, wie weit wir dann kommen, sodass wir irgendwann mal endlich dann die 100% erreichen werden. Dann wollen wir noch mal schauen. Ich habe übrigens die komplette Steuerung wieder so ziemlich vergessen. Also verlangt nicht zu viel von mir. Ja? Okay. Danke. Wie war das Ganze hier denn nochmal? War ja halt ein bisschen länger her wegen Krankheit jetzt und wegen Schule, was ich hier zuletzt gespielt habe. Das ist auf jeden Fall eine Druckplatte, nur. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal diesen Weg. Wir werden ja letztendlich eh einmal im Kreis herumgehen müssen. Dann wird das schon passen. Hey, du da nicht rein. Okay, ah ja, genau. Ich sehe da drunten schon ein Lichtkeim. Dort, genau, den will ich haben. Und ich glaube, weitere gab es großartig nicht. Zumindest nicht in dieser Passage. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Und ja, wie man sieht, ein paar der Lichtkeime habe ich bereits eingesammelt, eigentlich. Eigentlich. Aber ja, das werden wir jetzt einfach noch einmal machen. Wir werden sowieso einmal im Kreis herumrennen müssen. Also hier einmal so drumherum. Das heißt, dann kann man die doch mal alle mitnehmen. Schon irgendwie schade, das ist doch. Ich habe halt nicht gespeichert, habe nicht dran gedacht. Das war ein bisschen blöd. Aber kann man jetzt halt leider nicht ändern. Da kommen wir. Ich gehe vorsichtshalber mal zurück und sammle die Lichtkeime da ein. Am Ende heißt es wieder, ich habe sie vergessen, weil ich sie nicht gesehen habe. Nein, nein. Irgendwie ist die Steuerung gerade ein bisschen verdreht auf die Säule. Aber wenigstens kommen wir hier an. Und können uns die Lichtkeime direkt mitnehmen. Schön. Die Richtung, da werden wir nochmal hinkommen. Dieses Gezwirbel kommt nur von dem Teil. Woher wusste ich das? Okay. Ah ne, ich muss mich gar nicht fallen lassen. Es gibt hier eine Säule. Ich wollte gerade schon hinterfragen, ob ich mich wirklich fallen lassen muss. Aber dort weiter geht's auch nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach wieder nach oben. Dup, 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 dup. Wir haben ja jetzt alle Zeit der Welt und müssen uns ja nicht hetzen oder so. Sind einfach nur die Bonusfolgen für die Leute, die es gerne. Ja, sehen würden, werden, die mir gerne dabei zugucken, wie ich hier nochmal kurz ziehe, 100%. Was wird das jetzt schon wieder? Und wie hat's ge... Gut, ich... Ja, nö, es ist einfach so. Da ist nichts. Es kann übrigens auch sein, dass ich zwischendrin mal das neue Projekt anfangen werde. Inwiefern ich das wann und wie zocken werde, werde ich dann noch individuell, wie schön man so sagt, entscheiden. Also ich gucke mal, wie ich das dann machen werde, machen will. Da ist nichts mehr großartig. Jupp. Weil ich habe schon ein Projekt in Aussicht, was ich gerne machen würde. Weicht es von meiner eigentlichen Linie des Spiels ab. Es ist tatsächlich ein Shooter. Normalerweise bin ich ja extrem gegen Shooter, aber man kann es ja auch mal machen. Hier habe ich die schon, oder? Wie ist das zu verstehen? Oder ist das der Weg zu den Gebieten, zum Gebiet? Aber hier geht's nicht weiter, nicht wahr? Nö, das heißt, hier geht's auch wirklich weiter. Gut, dann gehen wir hier auch mal wirklich weiter. Bevor wir uns noch irgendwie großartig an dem einen Punkt aufhalten. Da hinten sehe ich schon wieder die nächsten Lichtkeime, die auf uns warten.
Also habe ich doch diesen Part hier schon einmal eingesammelt. Das kann sogar ganz gut sein. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. War eine Zeit lang her. Da unten nichts, da oben nichts. Ich werde mich jetzt ein bisschen genauer umgucken. Nicht, dass wir wieder genau die gleiche Situation haben wie da beim Einmal. Da unten ist was, da kommt man wohl aus der anderen Richtung her. Und da komme ich jetzt dran, wenn ich hier nach oben gehe. So, von einmal da hoch. Dann einmal nach links. Und na, nein, noch weiter nach links, genau. Kann ich da jetzt eigentlich... Auf die Kante halten! Gut, ich stand kurzzeitig in der Wand drin, aber es hat so ungefähr geklappt. Das ist gut. Darüber einmal. Und da ist auch der nächste. Da kommt eine Menge Schmuck raus. Da ist auch schon der nächste Lichtkamin. Ja, wie soll ich da unten rankommen? Nein, ah! Verdammt! Ich frag mich gerade, wie ich da unten rankomme. So, wo? Ich finde immer die Kamera voll geil, direkt nach dem Tod. Wenn man die Kamera irgendwie so ein bisschen bewegt, also, Ich habe wirklich das Gefühl, es hat irgendwas mit einer roten Druckplatten zu tun, bin mir aber nicht ganz sicher. Ach, Junge, das hättest du schon längst mitgekriegt. Okay. Da oben ist ja auch nochmal ein Weg. Das sollten wir uns auch nochmal angucken. Bei Gelegenheit. Wie zum Beispiel jetzt gleich. Ich denke mal, wir kommen da direkt rüber. Oder? Nee, da sind wir tatsächlich hergegangen. Jetzt nur tatsächlich. Das schwebt so nicht keinem in der Luft. Da auch. Da auch. Ich nehme jetzt einfach mal die Druckplatte hier mit. Aha. Ich wusste es. Soll uns das sagen, das führt mich zum Gebiet, hallo, spontane Musik. Da ist noch einer. Und das zu Lichtheim. Ja. Ich hab erlebt jetzt schon. Aber nee, das wird uns doch zum Gebiet, oder nicht? Aber es wird uns... Einfach mal angucken, wie es hier läuft. Okay, damit haben wir das da schon mal. Oh, da ist ein kleiner Regenbogen, sind wir den. Wupp. Dann werden wir nochmal die Druckplatte mitnehmen müssen. Sonst geht es jetzt nicht großartig weiter. So, da brauchen wir Edeka-Hilfe. Den haben wir aber gekriegt. Da habt ihr nochmal den Regenbogen. Ja, ja, ja. Da fliegen wir mal durch den Regenbogen. Oh. Seid doch bitte vorsichtiger. Ja. Ich kann nichts dafür. Nicht so lustig. So. Dann schaffen wir es vielleicht mal jetzt. Das war gerade eben nur, weil ich diesen Lichtkern haben wollte, weil er dann nicht schnell genug zurück wollte. Zu der Ausgangsposition. Da hat man den... sogar jetzt noch besser gesehen. Renko. So, den habe ich aber gekriegt. Und, freut euch, wir dürfen es quasi noch einmal machen. Also los. Boah, warten wir. Dieses Gebiet kennen wir ja bereits. Hier haben wir einen Bosskampf abgeliefert. Und dafür bin ich einfach nicht gemacht. Der war ganz interessant, aber hier hängen immer noch Lichtkeime in der Luft herum. Wie gesagt, ihr müsst es eh nochmal machen. Also jetzt das Rote. Was das Gelbe ist, das müssen wir uns gleich nochmal angucken, genau. Ich weiß es nicht mehr. So, da. Aha, ich hab's gerechnet. Da muss man aber von vornherein wissen. Ich habe beim Runterfallen noch ein Lichtkämmer aufgesammelt. Okay. Da muss man aber sofort wissen, dass da Lichtkämmer kommt, weil man sofort nach links drücken muss. So, was machst du da? Erzähl es uns. Es geht nach oben, es geht nach unten. Und das sind wohl die anderen Lichtkeime.
Ich hab's irgendwie geahnt. Auch neu, dass man zwei Platten braucht, um großartig durchzukommen. Also um alle da Regenbogen, hallo. Das ist doch einer. Um alle Lichtkeime irgendwie zu kriegen. Die hat man gerade echt schlecht gesehen, ne? So. Aber es zählt wohl irgendwie als für zwei Gebiete. Das heißt, das Rote ist für ein Gebiet, das Gelbe ist für das andere Gebiet. Auch ganz schön gelöst. Einfach mal so einen Dualweg da reingehauen. Wupp. So, das kennen wir ja. Ist jetzt nichts großartig Neues für uns. Weil wir es auch gerade eben erst gemacht haben, vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit. Ach, für die Leute, die die Folgen aktuell gucken. Ich warte auf das Wusch. es gibt nicht diese Super Special Extra eine Stunde Folge, sondern ich werde es nochmal aufteilen in die jeweils 20 Minuten Folgen. Da ist einfach für mich einfach es hochzuladen. Es geht einfach schneller. YouTube hakelt so ein bisschen bei längeren Folgen. Ich weiß zwar nicht so ganz warum, aber es ist nun mal so. Okay, dann wollen wir noch einmal hier nach oben. Da geht das Tor zu. Da bewegt sich das Gras ganz komisch. Hinter uns her. So, du da. Und die letzte einmal. Ich habe mal gerade die E-Taste wie ein Bekloppter. Okay, damit müssen wir die mehr oder weniger Bonuswege von beider Seiten schon mal fertig haben. Das ist wohl der eine extra Weg, der da diese zwei Ecken miteinander verbindet, also zwei große Gebiete miteinander verbindet. Da oben waren wir gerade eben, da unten ist nichts. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur mal den hier mitnehmen. Die schöne Musik genießen. Da unten drunter ist noch irgendwas. Aha, da muss ich also wieder zurück. Wartet! Das sah komisch aus. Aber der Wasserfall dort rechts ist schon. Also die Wasserfälle eher. Es sind ja mehrere. Aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich weiterkomme. Muss ich jetzt irgendwie da oben weiter? Oder? Ja, jetzt warte nicht immer auf die. Die kann schon selber daher. Hoch mit dir. Ah ja, okay, einfach nur da dran. Gut. Vielleicht nicht einfach nur da dran, sondern ein bisschen höher da dran. Nee, so nicht, aber es hat doch irgendwie diesmal gereicht. Ich wette, diesen Weg müssen wir jetzt auch gleich zweimal gehen. Einmal oben rum, dann unten rum. Woher habe ich das nur gewusst? Da oben war eigentlich kein, das habe ich gesehen. Und jetzt einmal unten lang, bitte. Genau dort unten. Denn ich möchte noch diesen Lichtkeim haben. Warum auch immer. aber hier ist sonst nichts außer dieser eine Wasserfall da drüben, ne? Nein. Ich finde auch die Atmosphäre, so wie sie jetzt gerade eben vorhanden ist. Aha, ich hab dich genau gesehen. So nicht, Freundchen. Jeder nicht kann zählen. Die Atmosphäre, wie sie gerade eben in dem Spiel vorherrscht. Nicht so fest zupacken. Okay, außer das vielleicht. Sollte man auch in so ein schönes RPG-Adventure einbauen. Weil ich finde die Atmosphäre jetzt gerade echt schön. Muss ich schon mal sagen. Ja, wohin geht's jetzt? Einfach nach unten. Die Kamera geht kurzzeitig nach oben. Sie hatte wohl gerade Bock drauf und sie konnte es einfach. Die belebten nicht Keime unter irgendwelchen Klippen, nur um die Spieler zu trollen. Gibt es die hier auch? Nein? Nö? Nicht mal hier? Okay. Aber schön, dass sie dran gedacht haben, dass man sich da so dranhängen muss. Okay, sieht schon alles irgendwie sumpfig und kaputt aus, aber hat trotzdem irgendwie eine schöne Atmosphäre, das muss man schon mal sagen. Erinnert mich so ein bisschen an das Free-to-Play-Spielen. Wie ist es jetzt nochmal? Es war nicht... Oder war es Aeon? Doch, es war Aeon. Aeon, oder? Es war auf jeden Fall mit A. Alerts! Oh.
Hab's. Gut, er hängt da irgendwie gerade komisch an den Ranken fest, keine Ahnung. Da oben ist auf jeden Fall nochmal was zu mitnehmen. Ist ja gerade ein bisschen unübersichtlich, das Gebiet. Okay, und damit sind wir hier oben. Das habe ich gerade von da unten gar nicht gesehen, dass ich so direkt hier hoch kann. Die Musik spielt gerade ein bisschen wenig, kann das sein? Sonst hatten wir immer mehr Musik, meine ich. Ich weiß es nicht. Ihr seid schwerer als man denkt. Das sagt man gegenüber einer Frau übrigens nicht. Merkt euch das. Das macht nicht die gleichen Fehler wie er hier. Und zur Hölle habe ich diese ganzen Lichtkeime übersehen. Naja. Stange. Wow, wie wir synchron springen. Los geht's. Du Stange. Warte mal. 37? 37. Das heißt, dieser Lichtkeim zählt nicht. Hoch und herum. Habt ihr Spaß? Dazu. Also bei diesem einen Gebiet dort gerade eben hätte. Kann es wirklich der diagonale Weg sein, dass ich. Dort die Lichtkeime noch nicht. Ah, oh, das Ende vom Regenbogen. Regenbogen, verarsch mich nicht. Nee, schön, dass sich das so mitbewegt, auch wenn das natürlich ein... Hallo, Ende vom Regenbogen. Schön gemacht, definitiv. Ja, da hängen auch noch ein paar Lichtkeime herum. Das heißt, hier werden wir vorübergehend auch nicht 100% haben. Und ich meine... Nee, dann müssten wir sogar noch tatsächlich rüber. Ich sehe dort Lichtkeim herumflattern. So. Dann machen wir nochmal dieses kleine Laufrätsel. Ja, ja, ich auch. Und dann nach oben. Und dann sind wir angekommen. Ah ja, stimmt. Ich habe sie mir irgendwie liegen lassen, weil ich da keinen Bock hatte, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, so war es irgendwie. Helika aufzustöten. Dann müsste ich rüberkommen. So einfach! Da nicht. Das heißt, zurück mit uns. Da hängt noch nicht keiner rum. Gut, den haben wir auch. Whoop. Oh, das Rad da unten bewegt sich. Das war jetzt hier irgendwas mit dem Rätsel. Okay, so kommen wir schon mal da hinüber. Wupp. Wupp. Noch welche da? Ach, und das war doch zum Komplettdrehen, oder? Nee, das war dafür da. Okay. Das heißt, damit kommen wir schon mal da hinüber. Kann ich jetzt das ganze Teil zufällig mit dir drehen? Nee. Wäre auch zu einfach gewesen, aber ich glaube, es gab doch eine ganz einfache Lösung dafür. So müsste es in etwa passen.